Hi, hier ist wieder Aquamarin zurück mit einer Meerjungfrau, die momentan das komplette Internet sprengt. Wie wir es ja von Disney so gewohnt sind, werden zu den bekanntesten Disney-Klassikern Realverfilmungen produziert. Da hätten wir zu einem Aladdin. Ich bin so Pinocchio. Oder König der Löwen. Und auf eine Realverfilmung warten Fans jetzt schon seit Ewigkeiten. Und jetzt dauert es nicht mehr lange, bis sie endlich da ist. Ariel, die Meerjungfrau. Langes, welliges, rotes Haar und eine grüne Fischschwanzflosse. 1989 erblickte Ariel, die Meerjungfrau, die Lichter der Kinoseele. Einer von Walt Disneys erfolgreichsten Meisterwerken, basierend auf der Originalgeschichte von dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen. Darauf folgten weitere Filmteile wie Ariel, Sehnsucht nach dem Meer und Ariel, wie alles begann, sowie eine Animationsserie. So wurde sie zur bekanntesten Meerjungfrau der Welt. Und auf der diesjährigen Disney Convention, der D23 Expo, war es dann endlich soweit. Der Teaser-Trailer zur Realverfilmung wurde veröffentlicht. Und danach kam es leider zu einem Shitstorm voller negativer Kommentare und Rassismus. Hailey Bailey wurde als Ariel gecastet und wie auch schon in der kurzen Vorschau zu sehen, hat sich die kleine Meerjungfrau auch optisch verändert. Und diese Veränderung kam bei vielen Fans nicht gut an. Es hagelte unzählige rassistische Kommentare und bereits nach 2 Tagen über 1,5 Millionen Daumen nach unten auf dem YouTube-Trailer. Kommentare wie "Das ist nicht meine Ariel" waren da leider keine Seltenheit und solche Kommentare kamen auch meistens von Menschen, die selbst mit Ariel groß geworden sind und die es jetzt nicht verkraften, ihre Lieblings-Disney-Prinzessin mit einer anderen Hautfarbe zu sehen. Doch die Reaktionen von vielen kleinen Mädchen und jungen Frauen zeigt, wie perfekt Hailey in die Rolle der Ariel passt. Der Trailer verzauberte Kinderherzen und die Videos wurden auf Social Media gepostet und tausendfach geteilt. Reaktionen, die den Rassismus rund um Ariel etwas abfedern und zeigen, wie wichtig Repräsentation für junge Menschen ist. Und es ist vor allem nicht das erste Mal, dass Disney die Rollen ihrer Prinzessinnen mit den verschiedensten und unterschiedlichsten Darstellerinnen und Darstellern besetzt. Wir hätten da zum einen Cinderella oder die 2021 erschienene Realverfilmung von Cruella. My dog. Und mal davon abgesehen, jeder kann eine Meerjungfrau sein, unabhängig von der Hautfarbe oder von dem Geschlecht. Hier ist einfach kein Platz für Rassismus. Und Hailey Bailey wird im Mai eine wunderbare Ariel sein, mit der sich viele identifizieren werden können. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi.